Die Tussis werden Ihnen präsentiert von der Rampf-Gruppe aus Grafenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Sport am Freitag mit dem Topspiel der ersten Handball-Bundesliga zwischen den Damen der TuS Metzingen, aktuell Tabellendritter, und dem Spitzenreiter aus Bietigheim. Alles vom Mittwochabend. Bevor wir mit dem Spielbericht beginnen, vorab noch mal kurz zur Sondermeldung, die der Verein am Donnerstag, also am Tag nach dem Spiel, verschickte und die wir ja im Sportticker kommuniziert haben. In den Umkleidekabinen der TuS wurden Anfang der Woche zwei Kameras entdeckt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Eine Person aus dem Mannschaftsumfeld ist dringend tatverdächtig. Diese widerliche Tat ist einfach nur schockierend und hat uns alle sehr getroffen. Wir haben von Polizei, Verband und anderen Teams viel Unterstützung erfahren. Das hilft uns und dafür bedanken wir uns, wird Manager Ferenc Roth in der Meldung zitiert. Die Pink Ladies sind sportlich optimal ins neue Jahr gestartet, genauer gesagt mit 3 Siegen. Erst gegen Leverkusen, dann in Halle Neustadt und zuletzt bei der HSG Blomberg-Lippe. Bietigheim hat mit Sicherheit den besten Kader der Liga. Sie verfügen über viel individuelle Klasse und internationale Erfahrung. Jeder kleinste Fehler wird eiskalt bestraft. Wenn wir sie ärgern wollen, brauchen wir ein perfektes Spiel, so TuS-Trainerin Edina Rott. Der amtierende Pokalsieger hat bislang alle 11 Ligaspiele gewonnen und ließ auch auf internationalem Parkett aufhorchen. Zuletzt feierte man in der EHF European League einen 39:20 Kantersieg gegen den rumänischen Club Baia Mare. Es läuft also beim Team von Trainer Markus Gaugisch, der seit Sommer 2020 im Amt ist und unlängst seinen Vertrag verlängert hat. Der 47-Jährige wohnt ja in Nähren, spielte für den VfL Pfullingen lange in der Bundesliga, war beim TV Neuhausen als Spieler und Trainer und coachte auch 2 Jahre den HBW. Mehr Region geht nicht. Sie spielen bisher eine überragende Runde und sind nicht umsonst Tabellenerster ohne einen Minuspunkt. Es wird alles andere als leicht. Jede Spielerin wird 60 Minuten über sich hinauswachsen müssen, um ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen, lobte auch Spielführerin Marlin Kalf den Gegner im Vorfeld. Bei der TuS fehlte nur die langzeitverletzte Tess Krönell. Die SG konnte personell aus dem Vollen schöpfen. Die Rollen waren also klar verteilt. Dann mal rein ins Derby. Knapp 500 Zuschauer waren dabei, darunter auch einige Gästefans. Die durften auch zum ersten Mal jubeln und zwar nach 30 Sekunden. Die Niederländerin Kelly Dulfer mit dem ersten Treffer der Partie. In der zweiten Runde im DHB-Pokal im Oktober trafen ja beide Teams ebenfalls aufeinander. Da behielt die SG in der Öschhalle mit 32:24 deutlich die Oberhand. Marin Weigel mit dem Ausgleich. Und derzeit ist die TuS mit 16:8 Punkten also Dritte hinter Bietigheim und Meister Dortmund. Allerdings haben die Teams Corona-bedingt unterschiedlich viele Spiele absolviert. Konter der SG, abgeschlossen durch Inger Smits. Auf der anderen Seite dann Silje Bruns-Petersen aus der Hüfte. Inger Smits scheitert an Nicole Roth, die schon in Blomberg ein ganz starker Rückhalt war. SG-Torfrau Gabriela Gonsalves-Diaz-Moreschi fand ebenfalls gut in die Partie. Hier zieht Bruns-Petersen den Kürzeren und dann ging es flott nach vorne. Inger Smits zum 8:4 nach 10 Minuten. Die beste Schützin der Liga, Kapitänin Marlin Kalf, vom Punkt erfolgreich. Bei den letzten 13 Duellen hieß der Sieger übrigens immer Bietigheim. Aber auch die TuS zeigte sich ja in diesem Jahr sehr torhungrig. Knapp 34 Treffer gelangen in den 3 Partien im Schnitt. Dagmara Notschun. Die SG ist übrigens seit 28 Pflichtspielen ungeschlagen, wie der geschätzte Kollege Wolfgang Seitz ausgerechnet hat. Die TuS ließ aber nun zu viele Konter zu oder scheiterte an der SG-Keeperin. Und auch der Rückraum mit Dulfer, Smits und Julia Meidhof war kaum zu stoppen. Der Klassenprimus zog auf 5 Tore weg, Auszeit Metzingen. Lena Degenhardt zu Marin Weigel und die tankt sich hier schön durch. Szene läuft weiter. Smits mit dem Fehlpass und dann schickt Nicole Roth Marte Juhl Svensson auf die Reise und die behält die Nerven vor der Hütte. Jawohl!
An den Kräfteverhältnissen änderte sich im weiteren Verlauf jedoch nichts. Im Gegenteil, die SG BBM Bietigheim knüpfte nahtlos an die starken Vorstellungen zuletzt an. Auch Meister Dortmund kassierte ja im Gipfeltreffen eine hohe Niederlage. Wieder ein Tempogegenstoß, zwar scheitert Inger Smits, aber Namensvetterin Xenia ist zur Stelle. Die SG sorgte auch für das Schmankerl in Hälfte 1. Danik Snelder zu Inger Smits und dieser Treffer hat natürlich eine Zeitlupe verdient. Stark. Der Kader ist sowohl in der Spitze als auch in der Breite hervorragend besetzt. Markus Gaugisch hat noch jede Menge namhafte Spielerinnen in der Hinterhand. Das muss man neidlos anerkennen. Auf allen Positionen steht da viel Qualität auf der Platte, wieder Meidhof. Der Vorsprung wuchs nun weiter an. Es wurde etwas ruhiger unter den offiziell 485 Zuschauern in der Halle. Sehr gut aufgelegt zeigten sich weiterhin beide Torhüterinnen. Und hier findet Bruns Petersen mal eine kleine Lücke in der engmaschigen Bietigheimer Abwehr. Anspiel auf Svenja Hübner und die Kreisläuferin setzt sich energisch durch. Die TuS ließ aber einfach zu viel liegen und so schnell kann's gehen. Kim Neitzilavicius einmal übers ganze Feld zu Trine Jensen Östergaard und dann schlägt's wieder ein im Metzinger Gehäuse. Die Nummer 1 der Liga auf Kurs, die Damen von Markus Gaugisch, dessen Tochter Ida ja in der Metzinger A-Jugend spielt, ließen nichts anbrennen. Zwei Tore haben wir noch, beide vom Kreis, Svenja Hübner für die TuS. Und Luisa Schulze für die SG nach Pass von Carolina Kudlatsch-Klotz. Die kam übrigens von der Bank, so viel zu den Möglichkeiten. Die muss man aber auch erstmal so gekonnt ausschöpfen. 13:20 stand es zur Pause. Nach dem Wechsel brauchten beide Mannschaften etwas Anlaufzeit. Die TuS-Abwehr steigerte sich. Zwar erhöhte Schulze auf 21:13, doch dann war für lange Zeit Sendepause in der SG-Offensive. Rebecca Nilsson kam zum 7-Meter-Duell und zieht Neitzilavicius den Zahn. Die TuS biss sich nun defensiv richtig rein und nutzte auch vorne ihre Möglichkeiten deutlich konzentrierter. Toller Angriff über Hübner, Degenhardt, Bruns Petersen und Weigel und die lässt sich nicht zweimal bitten. Und im Gegenzug scheitert Kudlatsch-Klotz an Nicole Roth. Die TuS zeigte nun viel Leidenschaft und nutzte vor allem ihre Chancen. Solo von Marte Juhl Svensson. Einmal mehr Nicole Roth und jetzt war hier auch wieder richtig Stimmung unterm Dach. Marin Weigel, Daumen hoch, jawohl. Mit 5 Toren in Folge robbte sich die TuS bis zur 48. Minute auf 3 Treffer ran. Kalf vom Punkt, Respekt. Die SG blieb fast eine Viertelstunde ohne Treffer. Wird das nochmal eng? Noch war ja genügend Zeit. Kelly Dulfer dann mit dem zweiten SG-Tor in Hälfte 2. Das wiederholte sich gleich nochmal, also Kalf per 7 Meter zum 19:22. Dieses Mal hatte Melinda Cicora das Nachsehen. Es war ihr 5. Treffer, mehr gelang keiner Metzingerin an diesem Abend. Und Dulfer dann auf der Gegenseite ebenfalls mit Tor Nummer 5. Da hatten Meidhof und Inger Smits am Ende noch 1 mehr auf dem Konto. Gaugisch schickte nun wieder seine Bestbesetzung aufs Feld. Und wer gedacht hatte, das wird nochmal richtig spannend, der hatte die Rechnung ohne den Tabellenführer gemacht. Im Gegenteil, da kämpften sich die Tussis auf 3 Tore ran und nun ging es dahin. Bietigheim schüttelte sich und ballerte jetzt aus allen Rohren. Allein Jenny Behrendt traf in 3 Minuten 3 Mal und da half auch alle Ansprachen leider nichts mehr. Nach dem verwandelten 7 Meter von Kalf traf die TuS genau noch einmal und da hat die SG etwas gepennt oder die TuS war hellwach. Jedenfalls war es Britt van der Baan zum 20:29. Es folgten noch 3 SG-Tore binnen 2 Minuten. Am Ende stand somit ein 10:1-Lauf für die Gäste, also von 19:22 ging es auf 20:32.
Die SG macht also das Dutzend voll. 12 Spiele, 12 Siege. Die TuS kommt nun auf 16:10 Zähler. Und wir haben die Stimmen zum Derby. Wie fällt das Fazit aus heute gegen den Spitzenreiter? Oh, wir wollten natürlich den Spitzenreiter super ärgern und das haben wir, glaube ich, auch geschafft. Aber ich glaube, da stehen so viele talentierte und einzelne Leute drauf, die so viel schaffen können, alleine schon allein, dass wir dann keine Chance mehr hatten, obwohl sie ja durchgewechselt hatten. Dennoch, was nimmt ihr mit aus so einem Spiel? Habt ihr die ersten drei in dem Jahr gewonnen und dann war der auch auf drei dran gegen diese derzeit Übermannschaft, muss man ja so sagen. Also da ist auch schon viel Positives mit bei im neuen Jahr. Boah, das Positivste ist, dass wir hier gespielt haben, dass wir als Mannschaft zusammengehalten haben und das zählt. Und wir haben uns weiterentwickelt. Ja. Das ist alles heute. Ja, auf jeden Fall müssen wir die Positive mitnehmen. Natürlich, wir müssen von unseren Fehlern lernen. Wir haben zu viel Vorsprung gegeben, waren wir nicht kompakt, was wir besprochen haben, in der Abwehr aggressiv genug, nicht mutig nach vorne gearbeitet und Zweikämpfe verloren. Und die haben das gnadenlos ausgenutzt und vorne, dann wollten wir das besser machen, haben wir zu schnell die Bälle weggeworfen und nicht gute Entscheidungen getroffen. Und deswegen war und noch unser Torhüter Niki richtig gut gehalten und trotzdem 20 Tore bekommen, schon ärgerlich, aber alles gut, weil wir dann uns zusammengerissen in der Halbzeit besprochen die Sachen und da haben sie das auch gezeigt, was wir Qualität haben, was wir können. Leider zweite Halbzeit, dann wo Markus gewechselt hat, natürlich dann, die haben frische Leute mit richtig guter Qualität dann nochmal Gas gegeben und wir konnten nicht gegenhalten. Aber diese 20 Minuten nehmen wir mit und das haben wir auch gezeigt. Die letzten drei Spieler, Leistungssteigerung und natürlich wollten wir sie ärgern, aber unser Ziel ist was anderes. Und wir wünschen alles Gute für Bietigheim in der Saison weiterhin. Du hast es gesagt, die ersten drei Spiele habt ihr ja gewonnen im neuen Jahr. Also ihr seid richtig auf Kurs und heute waren auch viele gute Sachen dabei. Jetzt habt ihr 14 Tage Pause, aber da gilt es einfach weiter dran zu bleiben, oder? Auf jeden Fall. Also wir werden alles analysieren. Wir wollen den nächsten Schritt machen und weiterhin dieser Serie, was wir im Januar gemacht haben, dann weiter vorgehen. Glückwunsch zu einem am Ende souveränen Sieg, vor allem erste Halbzeit mit 20 Tore. Da habt ihr richtig aufgedreht. Also das ist die SG, die man seit Wochen kennt. Ja, ja, ist so. Sehr, sehr gut verteidigt. Bälle geklaut, aktiv verteidigt, eine super Torhüterleistung hinten drin. Und ja, dann konnten wir eben auch Metzingen in viele Gegenstöße zwingen. Und auch im stehenden Angriff, finde ich, haben wir auch gute Lösungen gefunden. Im Endeffekt waren die Bälle, die wir nicht reinmachen, ja auch eigentlich alles freie Chancen. Also es waren wenige überhastete oder taktisch nicht richtige Abschlüsse dabei und das war toll. Alles in Ordnung. Die TuS kam immerhin mal auf drei dran, hatte eine Option auf zwei. Was lief da nicht ganz so toll? Zweite Halbzeit waren es doch zwei Tore in 20 Minuten von eurer Truppe. Ja, da haben wir die Ruhe verloren. Da haben ein paar Sachen nicht geklappt. Und dann werden wir hektisch und das ist, glaube ich, heute auch so der größte Lernmoment, den wir jetzt brauchen. Also, dass wir heute jetzt die Phase erneut hatten, wo wir so ein bisschen vom Gaspedal gehen, vielleicht auch mental vom Gaspedal gehen und dann eben diese Schärfe in den Aktionen nicht haben und dann werden wir hektisch. Und dann versuchen wir auf einmal hektisch noch schneller zu Abschlüssen zu kommen und das ist eigentlich genau das Falsche. Da die Coolness zu haben, auf seine Stärken zu vertrauen, das fehlt uns dann in solchen Phasen immer mal wieder. Und das ist die Aufgabe, dass wir diese Phasen möglichst kurz halten und da uns da rausziehen. Weil ja, wir haben den Traum, nächstes Jahr in der Champions League eben zu spielen. Und dann wirst du solche Phasen immer wieder haben, weil du eben nicht einfach mal kurz vorrennst und ein Tor schießt. Die TuS hat nun frei bis zum 5. Februar, dann sind die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten zu Gast. Die SG spielt bereits am Samstag in Ludwigsburg gegen das polnische Team aus Lubin. Nach dem Spiel stellten sich beide Mannschaften zum gemeinsamen Fototermin. Eine schöne Geste und auch wir wünschen der TuS natürlich viel Kraft nach diesem in der Tat schockierenden Vorfall. Wie gesagt, wir wussten wie auch die Kollegen nichts bis Donnerstagmittag. Das war's vom Sport für diese Woche. Ihnen wie immer ein schönes Wochenende.
Die Tussis werden Ihnen präsentiert von der Ranf-Gruppe aus Grafenberg.